Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schauen wir mal Resident Evil 7, auch Resi 7 genannt. Hui. Ja, wir sind bei Teil 2 angelangt. Wir spielen die PS4-Variante und das war's. Ersten Teil haben wir jetzt noch nicht allzu viel zusammengebracht. Das einzige, wir haben eine Axt bekommen, nachdem wir mit unserer Ehefrau einen kleinen Twist oder Zwist gehabt haben. Ja, und wir haben uns einmal. Das ist doch ein schön. Das ist echt schön, das Bild. Ist da vielleicht was dahinter? Ich bleib überall hängen. Also wir haben kurz mit der Mia haben wir ja gekämpft. Wir haben jetzt ja gerade im Ladebildschirm gesehen, Ethan ist ja unser Maxl. Und am Telefon war die Frau Zoe. Und die wollte, dass wir am Dachboden gehen. Gut, Dachboden haben wir gespeichert, aber wir brauchen halt eben noch eine Sicherung. Und die schauen wir, dass wir uns jetzt da holen. Jetzt haben wir ja. Und die Reporter, das Video mit den Reportern haben wir schon hinter uns. Ja, also die Anfangsding. Da braucht man einen Schlüssel, da kommen wir jetzt nicht rein. Aber hier sollten wir ja jetzt reinkommen, weil wir haben ja einen Seitenschneider. Yay! Sicherung. Und sonst nichts. Gut, dann müssen wir ins Fernsehzimmer. Was? Da ist gerade wer vorbeigegangen. Also, ich habe es gar nicht gesehen. Da möchte ich gleich einmal vorweg sagen, sorry schon einmal im Vorhinein. Wir spielen jetzt spät in der Nacht oder spät am Abend. Und da werde ich öfters blinzeln. Das ist einfach so, ich weiß auch nicht, das habe ich schon seit einiger Zeit von wegen. Ich weiß nicht, werde ich scharfsagert oder trocknen meine Augen einfach aus in der Nacht. Deswegen kann es auch sein, dass mir so Kleinigkeiten entgehen, wie zum Beispiel jetzt da okay. So Ding. Brille brauche ich noch keine, aber ich weiß auch nicht, irgendwas hat's da. Müsste ich mal zum Arzt wahrscheinlich. So. Ich hab's aber, du funktionierst. Yay. Jetzt haben wir das gemacht. Ist okay. Ist okay, ich bin's. Nein, du bist böse. Du wolltest mir nicht wehtun. Zeig mir deine Hand. Dass du nicht tun darfst. Das Bad verdammt bist. Nimm ihn raus. Ja, muss ich draufbleiben? Du musst die ganze Zeit. Achso, ich muss draufbleiben. Noch Ziegemosse. Ja, okay, das passiert ja. Ja. Das kann man nicht heilen. Ja, das wäre neu, wenn man das heilen könnte. Nein, aber das ist nicht gut. Oh, da. Super, jetzt habe ich eine Heilung umsonst verbraten. Dort in das Zimmer. Okay, gut. Kisten kann man zerstören, aber ich hasse mit Messer wäre eigentlich sinnvoller oder kann man schlagen. Ah, Axt. Da muss man dann später aufpassen. Das weiß ich noch. Das sind welche, die explodieren, wenn man draufschlagt. Ich frage mich noch gerade, wie man nachladet. Ah, das ist blocken. Six, das wollte ich eh wissen. Ah, so blockt man. Okay. Wie blockt man?
L1. Also L1. Okay. Gut, mit Ding, mit L2, mit R2 schießt man, mit R1 tut man an sich tut man heilen, wenn man was hat. Aber nachladen. Ich weiß nicht, kann auch sein, eben, dass die nur 7 hat im Magazin. Ne? Hm. Ich hasse den Rikers. Das ist alles zu schlimm. Wahrscheinlich muss ich irgendwas zum Mitnehmen geben. Achso, so machen wir. Nichts, absolut gar nichts. Es wäre eigentlich nett, wenn man da was kriegen würde, so von wegen, wenn man es weiß. Ja, na hier. Ja, geh nicht drauf. Achso. Weil sonst geht's weiter mit genau. Das. Achso, warte mal, kann man da. Nein, das bringt nichts. Okay. Ja, da müssen wir eh rauf. Ja. Nein, runter! Gehen Sie bitte da runter. Ah, so läuft man noch. Eingedämmt. Sie muss eingedämmt. Hallo? Ich muss das tun. Okay, von der Steuerung und. Alle! Erst jetzt. Das gibt's nicht immer in dem Moment, wo ich abdrück. Ich hab einen Hard erwischt. Was hat er eigentlich? Du verstehst mich. Das gibt's nicht! Stirb endlich! Hey, sie hat gesagt, sie liebt dich. Da kannst du doch nicht. Ja, man merkt sie. So, und jetzt. Love hurts. Und jetzt hat die Kettensäge auf dem Armstumpf. Oh ja! Ich bin dead. Ja. Naja, ein schönes Lachen hat sie. Sehr sympathisch. Willkommen in der Familie, Junge. Hallo. Nett, dich kennenzulernen. Ich bin Ethan. Shotgun Wedding. So, jetzt sind wir, glaube ich, am Esstisch. Komm schon, stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Ja,
Also für den Anfang super kalt. Fast alle Kugeln verschossen. Die meisten sind sogar daneben gegangen. Das Gute an dem Spiel ist, dass es ja nicht so sehr um die Kämpfe geht, sondern vielmehr ums Ausweichen aus den Kämpfen oder ums Vermeiden der Kämpfe. Ja, aber das war jetzt da gerade wieder mal performance-technisch, naja, mau. Und alle... Wo bin ich? Was zur Hölle? Gemacht, Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Er guckt nicht mal, wenn man sie ihm unter die Nase reißt. Lukas! Gott! Alter, war nicht schon wieder! Geh mir aus dem Weg, Margaret. Iss, Bub, iss. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Komm schon. Ja, so. Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Verdammte Schweine! Ich komme zu dir zurück. Oma, hilf mir! Jetzt warte mal, wie muss man sich in der Kopf... Ah ja, okay, ja. Na, irgendwie so. Was macht das überhaupt? Okay. Oh Gott, jetzt müssen wir ja... Jetzt müssen wir ja herumschleichen, gell? Genau, jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht entdeckt werden. Wie muss das denn? Gut, das ist normalerweise... Zumachen wäre vielleicht nicht schlecht. Kann man das? Ab. Ja. Können wir sie nicht verschanzen. Jetzt dann weiter in den Speicherraum. Also soll ich denn noch nicht machen? Ich weiß nicht, dass du speicherst, aber... Dass du so schleichst, aber ich glaube, du verpasst Sachen, wenn du die ganze Zeit unten so herumkriegst. Was meinst du? Also soll ich nicht herumkriechen? Wenn jemand kommt und uns sucht, dann würde ich rumkriechen. Unverhüllte Abgrund. Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Die Staatsbehörde bittet um Mithilfe, drei Männer ausfindig zu machen, die am 9. dieses Monats von New Orleans zur Gemeinde Dalvey reisten und seitdem unauffindbar sind. Die beiden bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken, Andres Stickland und Clancy Jarvis. Die drei produzieren Videos für das Internet. Ja, wenn er ein Pfad ist, warum nicht? Und waren nach Dalvey gereist, um Videomaterial für ihre aktuelle Produktion zu drehen. Ihre Videos behandeln hauptsächlich die Erkundung von verlassenen Häusern und Spukhäusern. Achso, warte mal, da geht's weiter. Nein, eh nicht. So, da ist aber eh nichts. Guck dann schon mal da, ob da irgendwas ist. Nikos Hardware, Säge, Seil, Tierhalsband. 20 Tierhalsbänder? Naja. Ah, 13. März, weiblich, 50er, fleischig, saute. Sauté. Okay. Männlich, 30er, schlank, Gumbo. Männlich 20er.
bleibt Barbecue. 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 Ja, da ist nichts. Nichts mehr im Inventar, gell? Was? Du hast ja nichts mehr im Inventar, also die Axt haben sie dir genommen. Ja. Genau, da müssen wir später hin, weil das ist die Garage. Klebeband. Da haben wir dann ein kleines Meeting. Mhm. Danke, danke Spiel. Das war jetzt ganz wichtig, die Info. Sehr hilfreich. Ja, ja, na voll. Das ist die Garage. So, theoretisch, da kommt gerade nichts. Die Tür geht ja rein in die Küche. Da gibt's nichts. Was ich weiß, kommt er nämlich später von allen Seiten verschlossen. Da kommt er, glaube ich, dann durch das Ding da. Nicht. Ja. Aber du kannst wie gesagt mit dem Speicher gehen, wenn das ist dann die Rettung vor ihm, was ich weiß. Glaube ich mal. Du könntest dich vor dem Essen davon schleichen. Da komme ich gar nicht rein. Nein! Lass uns mal laufen. Brauchst du den Schlüssel? Was? Du brauchst den Schlüssel. Hab dich gefunden! Shit. Du gehst nirgendwo hin! Hey! Oh, was ist das? So, da kann er. Nein! Geh ganz weg! Geh ganz weg! Geh ganz weg, hab ich gesagt! Halt's Maul, halt einfach's Maul! Ich sehe dich! Ja, das war mal eh klar, das wollte ich ja. Er kann auch laufen! Nicht mehr im gleichen Raum. Geh zu. Du bist ins falsche Haus gekommen, Junge. Gib bitte her, du gehst mir schon auf die Eier, wirklich. Rob dich so schnell als möglich zum Fuß. Was? Rob dich so schnell als möglich zum Fuß. Wir haben noch eine Chance. Ja. Nimm dir dein Bein. Heil. Weiß das nicht. Ah, er hat das Ding. Ja, du musst zu ihm. Du schaffst das. Das muss ich ehrlich zugeben, das kannte ich noch nicht. Nicht? Okay. Ich schon. Ich finde das sehr, sehr cool. Das ist ein schönes Tutorial. So, und jetzt von wieder von vorne, oder was?
Ihr kommt! Auf doch einfach mal weiter. Dieses abwartende. Nein, mach du. Na, mach! Nein, mach du. Nein, mach! Du ich kenne die deine, Steuerung auch super. Ganz toll, ja. Lauf ich. Wie lauf ich? Ja, wie? Mit links draufdrücken. So wie bei jedem anderen Spiel auch. Er läuft nur nicht wirklich. Das ist halt eben das nächste Problem. Verdammter Mist! Wie soll ich das ersetzen? Bitte schön. Jetzt ist es aus, oder? Nein, da machst du jetzt von vorn. Ist ja wurscht. Was ist das? Neustart, oder? Nein, ist ja wurscht. Lassen wir uns. Jetzt schon durch was. Was jetzt? Sag jetzt nicht, jetzt kriegen wir wieder was und wir müssen uns wieder heilen. Na, jetzt, okay. Erbärmlich. Doch, Neustart. Na, aber vom Ding her, von der Bewegung, genauso wie jedes andere Resident Evil, wie jeder andere Ding auch. Links draufdrücken, rennen, rechts draufdrücken, ducken. Ich wollte einfach nur entweder einen Vorsprung rausholen, beziehungsweise ihn abhängen, dass wir wieder dieses Versteckspielchen haben. Das war alles. Es bringt mir nichts, wenn ich hintere rein, weil hinten ist eine Sackgasse. Dafür hast du Munition jetzt gefunden, die ich vorher nicht gefunden habe. Da rechts war was. Ich habe auch meinen Schlüssel. Da ist was. Schau mal kurz links runter. Ah, okay. Jetzt hast du das geschaut, dass wir noch was machen. Da ist die Pflanze, genau. Ach Gott. Na, du hast. Wurscht. Da war nichts oder war da was? Na, da ist, also ich habe nichts gefunden da unten. Okay. Da ging es zu. Aber da ist ja dann beim Fenster der eine Polizist. Genau, das kommt ja auch noch. Wie ging das mit dem? Um die Seite schon? Was? Mit dem ums Eck schon? Mit dem Ganzen? Mit dem. Na, das ist das Inventar. Ich wüsste gar nicht, dass man um die Ecke schauen kann. Ich habe vorhin so ein Hilfeding. Wo es geheißen hat, man kann das machen. Wurscht. Ich wüsste jetzt wirklich nicht. Weil mit den Schultertasten. Okay, Oma ist weg.
der Küche ist. Wo ist der kleine Scheißer hin? Scheiße. Aufstehen. Bei der Uhr war auch was. Mist. Verdammter Mist. Wie soll ich das ersetzen? So, Schlüssel offen. Ja, dass er durch die Ding kommt, das habe ich auch schon mal gesehen. Na, kann ich an ihm vorbei? Ja, ich kenn's, dass man sich zum Beispiel in den Ding haut, dass man sich in den Gang haut, wo die Garage ist. Ne? Da wartest du auch ewig, bis der an einem vorbei ist. So. Auftrag und jetzt musst du aus. Das ist es, du musst das aussuchen extra. Verstehe. Das ist mir letztens nicht aufgefallen. Was der Oma platt gemacht hat. Ich kann ihn von da nicht erklären. Keine Sorge, ich bin immer noch hier! Achtung! Ja, ich weiß. Komm, renn. Direkt hinter mir wahrscheinlich schon, weil ich nicht richtig laufen kann. Ja, vielleicht kannst du noch das Kraut irgendwie nehmen. Geh auf Dreieck. Geh aufs Kraut. Wund heilen. Drücken. Okay. Hast du das jetzt eingenommen? Keine Ahnung. Ich glaube schon, es ist ein bisschen weniger rot. Ja. Und dann klick nochmal drauf und geh gleich auf den Schlüssel, dass du dann dort wenigstens drauf bist. So, und jetzt geh raus. Ich mich vorlehnen. Das habe ich mir zuerst schon die ganze Zeit gefragt, weil auch hinterm Sessel hast du immer. Dauert nicht mehr lang, dann finde ich dich und leg dich um. Dafür, dass es ansagt, passiert aber nichts. So, wurscht. Ja, mal die Pappen halten, sonst traue ich mich nicht raus. Gut, ich bin auf dem Schlüssel drauf.
Hier, Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Er ist nicht, dass er unbedingt du ist. Ja, ich weiß. Ist ja furchtbar. Hey, komm das mal ist an. Das Bild. Wo bist du? Bitteschön. Ist die Schwarte? Ja. Gut gemacht. Na jo. Das ist eine Kiste, die man hinmachen kann. Müssen wir dazu kommen. Vielleicht kann man das mit der Axt anschlagen. Schuhe. Wichtig. Achso, da kauft man sich, glaube ich, Sachen. Genau, da kannst du Magnum, glaube ich, am Ende kaufen oder irgendwie sowas. Aber ich finde super, dass das Ding Hey Bro heißt. Ja. Feel fresh. Kannst du noch hinten schauen, ob du mit der Axt. Aber haben wir. Wir haben mehr. Ja nichts. Sonst hätte ich ja schon längst ein paar herumprobiert. Und genau gar nichts. Schade. Sonst hätten wir uns vielleicht ein bisschen auch zur Wehr setzen können gegen einen Papa. Hm. Folgend dem gelben Kabel, nicht dem roten Faden. Hobbleheads. No? Gut, dadurch, dass da ein Ding ist, das sollte, glaube ich, ein Safe-Raum sein, aber da kommt irgendwann mal einer rein. Wirklich? Das weiß ich nicht mehr. Also ich weiß, dass das ein Safe-Raum ist, aber... Ich glaube schon. Bevor wir jetzt aufgenommen haben, haben wir erst gegessen. Ja. Dementsprechend. Die Miefen, furchtbar. Schlimmer als die von... Können Sie Objekte verstehen? Aha. Vom Red Dwarf, vom Lister. Na. So. Machen wir mal das. Ah, okay, mit dem tun wir irgendwie... Basteln. Was? Basteln. Ja. Ich hau mal alles rein. Mhm. Was ich aber jetzt gerade ein bisschen blöd finde, ist das von wegen, ich würde gern selbstständig die Taschenlampe auch ein bisschen ein- und ausschalten. Ja, nicht das da. Der Charakter, das für dich entscheidest du zusammen. Ja. So, wir haben so ein bisschen was gefunden. Schön. Ah, ja genau, die muss man ja umdrehen. Dietrich. Ah, Dietrich. Sonst ist er nichts. Wir speichern einmal. Wir können noch nicht mal herhauen, also. Ja, einfach drüber speichern. Batman, hilf mir! Na gut.
Ethan? Zoe, stimmt's? Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Reizendes Mädchen. Gut, das Blöde ist jetzt nur das. Theoretisch ist Papa ja noch anwesend. Theoretisch zumindest. Theoretisch. Und ich meine, wir haben jetzt den Dietrich von Min. Dietrich, kriegen wir was auf. Eine Lade hier in dem Gang war versperrt. Ich glaube, eh gleich vorne. Nein, eh da, wo du hingeschaut hast, ja. Und bei der Uhr wollte man noch schauen. Haben wir den Dietrich noch? Also ist es eh nicht so, als wo dann der sofort weg ist nach einem Gebrauch. Nein. Ach. Ah, da fehlt was fürs Pendel. Da hast du die Munition gefunden. Genau, dann werden wir wahrscheinlich zum Kopf gehen müssen. Achso, das ist für die Rechnung. Gut, Ist das nicht Eda? Hey, sie! Genau, ja, denke mal. Hey! Hey, Sie müssen mir helfen! Ganz ruhig, zurück! Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus! Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay, ich sage Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Mhm. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ja, können wir ein Messer gleich von ihm. Dann können wir die Bubbleheads gleich erledigen. Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Okay, mit dem Messer können wir. Messer? Ja, da können wir das Ding aufschneiden. Das können wir mit einem Messer. Unten können wir das Ding aufschneiden. Haben wir den Bubblehead. Was? Zwei Bubbleheads hatten wir. Zwei Bubbleheads, genau, der eine war hinten. Da bilde ich mal ein, dass irgendeiner mal raushupft. Hübscher Bursche. Ah! Blöder Bubblehead. So, der zweite war unten. Ah nein, im Safe-Raum. Aber unten gibt's ja auch das, da möchte ich auch nochmal hinschauen. Und mein Stiefel. Vielleicht kann man jetzt anziehen, ich meine.
Evelyn. Und? Was? Okay, das können wir wahrscheinlich dann in einer Konversation erwähnen. Wir haben deinen Stiefel gefunden. Boah, geil, wo? Das geht wenigstens. War das Nutella? Jetzt ist weg! Wo ist mein Nutella? Da herunter gibt es wirklich nichts. Außer der Münze. Ich glaube, hier runter müssen wir uns später noch einmal retten. Wegen irgendwas, aber. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern lassen. Wir kommen jetzt immer mehr wieder in das, wo ich mich an nichts mehr erinnern kann. Was hier super ist, weil ich dann viel mehr überrascht bin. Ja. Die stinken. Die stinken. Das mit der Chemikalie weiß ich nur nicht, was uns das bringt. Ich glaube, die braucht so viel Munition. Ja, könnte es sein. Ja. So, jetzt haben wir das gemacht, jetzt kommen wir eh noch mehr in die Garage. Was anderes bleibt eh nicht mehr möglich. Küche war nix da hinten. Na. Jetzt guck rum, rum. Jo, wenn ich hätte nochmal speichern können eigentlich. Wir schauen mal, ob sie es gerade vielleicht nicht automatisch speichert. Normalerweise. Ja, automatisch. Nein, es geht uns eh nicht allzu besonders. Wir haben. Ja. Hey, wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor auf! Das Stopp. Tor aufmachen! Das Stopp. Tor auf! Na! Na! Gut, von ihm brauchen wir die. Einzelnen von euch umlegen. Helft dir sogar! Ich zerquetsch dich wie einen Käfer. Ich hoffe, man kann das ist nicht teuer. Jetzt setzt es was! Da ist er. Ja, ins Auto hauen bringt nicht viel. Mach mich nicht wütend! Ich weiß nicht, irgendwas ist dann. Ja, normalerweise haust du dich ins Auto, er holt dich raus und dann fährt er dir hinterher mit dem Auto. Aber. Okay, also kann man sollte ich so ins erledigen. Auto. Ja, na hast toll. Du denn schon Spaß? Der Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Oder hin? Na. Jetzt Maul, halt einfach Maul. Wir haben jetzt doch. Ah, jetzt.
besser an zu laufen, Junge. Ja! Uiuiui. Ja. Oh, Alter. Ich hab nur noch. Na, Weather! Ja, shit, hätte ich nicht irgendwo raufkraxeln müssen. Ich glaube, aber ich hab das nicht gesehen jetzt auf die Schnelle. Willst du mal? Ich werde das nicht besser machen, wirst du, im Gegenteil, ich werde da nur. Na, gestresst. Ich frage nur, willst du das so machen? Ich kann nicht schießen, mach du das. Okay. Du triffst besser. Ich glaube nämlich, links hätte man irgendwie rauf müssen. Das ist mir jetzt zum Schluss aber eingefallen. Aber ich glaube, das geht erst, nachdem man ihn erledigt hat, oder? Und er sollte an und für sich Munition zerstören. Also wenn er Sachen zerstört, ist Munition weg. Da war nirgends ich was. Nichts gesehen, ja. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen tun. Es ist doch das, ich weiß ja auch gar nicht, ob es was bringt, dass man ihn anschießt. Weil er wird nur angepisst dadurch, mehr nicht. Nein, es bringt schon was. Hey, das Tor! Das Tor aufmachen! Das Tor wieder! Na! Ja, ich muss es erst da wegrennen. Da müssen wir dann raus. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch umbringen. Bye bye, das habe ich ehrlich gesagt auch noch nie erlebt. Dass man ihn mit dem Auto bekämpfen kann. Oder ich hab's vergessen. Stay down, bitch! Was? Das Auto, Ethan! Scheiße! Beenden wir das! Du und ich! Oh ja! Yeah. Wollen wir das Spritztor machen? Nein! Scheiße! Ich glaube, aber in die andere Richtung zurück, gell? Theoretisch hätten wir es doch noch irgendwie überlebt. Das habe ich noch nicht gesehen. Nicht? Nein. Na, was ich mich noch erinnern kann, war nämlich das, dass er in Flammen aufgeht, dass irgendwie die ganze Ding in Flammen aufgeht. Ich habe gesehen, dass die Leute ihn bekämpft haben, als er im Auto gesessen ist und so. Genau, das. Aber das, wo dass ist, du wo im ist, Auto sitzt. Wo? Da muss doch irgendwo. Da liegt's, genau unterm Auto, ekler. Oh Junge, schau, was du angestellt hast! Scheißkerl! Kann ich nicht. Was? Alter! Bitte lasst mich irgendwann mal spielen, wäre das okay? Ihn hat's ja auch umgehört. Ja, jetzt ist, die Leiter herum. Na, was? Ich weiß, was das ist. Aber das ist eigentlich sehr gut gegangen, muss ich sagen. Der Anfang war super, dass es auf einmal mit dem Auto funktioniert, das hat mir taugt. Ich fand's halt eben nur lustig, der wäre dort gelegen eigentlich. Ja. Und auf einmal. Ich weg. Warum? Welcher Programmierer reingeschrieben hat den Code? Macht das Sinn? Nein, aber ich war der Programmierer. Oder der Zauberer war es. Genau. Wenn irgendwas nicht erklärlich ist, dann war es der Zauberer. Kannst du noch beim Auto in den Kofferraum? Achso, da geht nichts. Es wird okay. Schwierig, dass wir da reinkommen. Schaut aus wie ein Mund. Bei Cars kann er mitspielen, ha? Mhm.
Aber er liegt auch schon da wie ein Frosch. Ja. Hab ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Er ist krank, aber irgendwie auch cool. Also, Big Daddy hat wirklich was Furchterregendes an sich. Da wäre es zum Beispiel auch nicht schlecht, wenn man, was, nett, ja, wenn man was sehen wird. So, das Ding brauchen wir ja. Wir gehen dann schon bald. Ja, wenn es ein bisschen länger wird, ist es keine Tragik. Ich meine, ich möchte dann eh langsam aufhören. Aber ja, es ist jetzt gar nicht mehr so. Ja, der ist weg, okay. Ja, oder? Na, da ist er. Da unter uns. Okay. Da, ich sehe ihn gerade nicht. Also ich kann nicht zielen, aber da ist er. Fatherhead-mäßig irgendwo noch was? Oder Münzen-mäßig? Was? Auf der Höhe, auf der du gerade bist, gibt es da noch irgendwas zum Holen? Ich sehe da jetzt nichts. Okay. Einfach nur... Oder ich möchte auf da können wir, glaube ich, nicht drüber kriegen. Weil theoretisch schaut es so aus, als wenn wir da herumwandern könnten. Ja. Aber da geht nichts. Okay. Da geht auch nichts. Nö. Und von da sind wir gekommen. Da, ich sehe jetzt da einen Staubsauger. Cool. Ja, die schauen. Sehr viele von den Staubsaugern schauen ähnlich aus. Weil ich wollte schon sagen, hey, der schaut aus wie unsere, aber gibt nicht sehr viele kein Unterschiede. Großes Grundstück. Was wollte ich zuerst sagen? Ja, wenn eine Folge ein bisschen länger dauert oder was, das ist jetzt nicht mehr ganz das Problem, das ich vorher gehabt habe. Ja, habe ich jetzt vor kurzem habe ich eine Erleuchtung gehabt. Ja, ja, von wegen, du Vollidiot. Garage. Da-da-da-dum. So, ich würde mal sagen, wir speichern. Ich wüsste nämlich eh nicht, was wir jetzt als nächstes machen. Der Big Daddy wird uns wahrscheinlich wieder irgendwo aus dem Gully angreifen oder ich weiß aber nicht. Aber du brauchst nicht da runter gehen, du kannst dann einfach bei der Tür reingehen dort. Ja, da hinten ist das. Jo. Da, genau. Okay, die von der anderen Seite. Hallo Tür. War da nicht die macht von Tür alleine gewesen zu. Gut. Ich weiß nicht warum, aber das flimmert urstark bei dem Display. Ja, ich habe es auch jetzt gerade gesehen. Nein, mir ist schon letztes Mal aufgefallen, warum das da so stark flimmert. Gut, naja, würde ich sagen, wir lassen es für heute gut sein. Ja, da gibt es ja immer Geräusche, wenn man da herinnen ist. Jo. Die Folge ist auf jeden Fall intensiver ausgefallen. Nein, auch sag ich jetzt einmal so, weil eben, wo du gesagt hast, bitte mach nicht immer das Gleiche, dann ich, mach's selber. Habe ich auch. Hast du auch, ja? Möchte nur erwähnen, in der Zeit hätte ich es wahrscheinlich auch geschafft. Ja? Also so ist ja nicht. Nein, aber hast du eh gut gemacht und sowas und außerdem ja, und bilde ich mir mal ein, dass der eine oder andere Zuschauer auch gern sehen will, wie du spielst und nicht immer nur wie ich spiele. Ja, und ich kann absolut verstehen, dass dich das dann ankotzt, weil ganz ehrlich, wenn du spielst und jemand sitzt daneben, dir macht das, dir macht das. Na, nicht das, das habe ich nicht gemeint. War aber auch halt eben, wie du dann gespielt hast, weil ich wollte dann auch sagen, von wegen der Super, nur weil du dich jetzt versteckst. Es gibt eine Möglichkeit, prinzipiell ihm sogar ganz auszuweichen, aber ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ja, wenn man weiß, wenn man das schon ein paar Mal gespielt hat und man weiß, wie der den Ganzen abklappert, das Ganze da. Ja, also so viel dazu. Dann, wie gesagt, mir geht es ein bisschen um Nerv, dass man da keine Taschenlampe selbstständig andrehen kann. Mhm. Weil, ich meine, okay, ich könnte jetzt hergehen und könnte im Fernseher urhell schalten, nur das will ich nicht. Und. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir das mit so 1-Stunden-Dingern machen, weil wie immer bei so
Ego-Sicht bei so fast. Achso, kriegst du langsam. Wird mir langsam aus sicher übel. Genau. Das ist auch das Nächste. Wenn man selber spielt, kommt einem das nicht so stark auf. Aber es ist super zum Zuschauen und ich hab's gerne, aber länger als eine Stunde, muss ich ehrlich sagen, halte ich es nicht ganz aus. Naja, wie gesagt, grafisch will ich gar nicht jetzt irgendwas erzählen, weil eben grafisch ist super, bis auf die Gesichter hier und da halt eben, das kommt nicht ganz so rüber. Ja. Halt mit einberichten, wann es rausgekommen ist. Es ist ja nicht mehr das Spiel. Na. Das Verhalten vom Polizist ist so teils. Auf der einen Seite verstehst du ihn, auf der anderen Seite ist er ja wirklich irgendwie so von wegen, du bist jemand, der Hilfe braucht und er von wegen. Nein, es ist halt. Das ist etwas, was ich mich noch weiß vom ersten, wie mir das früher angeschaut habe, von den Let's Plays, dass mir beim Ethan ein bisschen am Nerv gegangen ist, dass der nie sofort rausrückt mit von was Sache ist. Immer so von wegen, was ist das jetzt? Warum ist das jetzt so? Und ich brauche Hilfe, aber nicht von wegen, hey, die Leute hier haben mich eingeschlossen, sie haben mir die Hand abgehackt und mir wieder angenäht. Ich bräuchte bitte Unterstützung. Bleiben Sie nicht hier, rennen Sie zum Polizeiauto, holen Sie Verstärkung, rufen Sie die Armee. Und zu dessen sagt er, ich brauche Hilfe. Helfen Sie mir, ich brauche Hilfe. Rufen Sie den Grenzschutz. Na, also, ja. Aber das ist diese Horrorspiel-Logik. Ja. Das Einzige, was man nur noch am Nerv kann, ist, ich find's cool, dieser Kampf halt eben mit Big Daddy. Und auch, obwohl ich kein so ein großer Freund bin von den depperten Scheiß-Schleichanlagen, ich hasse die irgendwie, weil ich die schon zu oft hab machen müssen in gewissen Spielen. Und eben, wenn ich jetzt hernehme, Metal Gear Solid war nur Schleichen aus. Und damals habe ich mich aber damit anfreunden können, weil es cool war, weil es neu war. Weil du eine Box warst. Weil ich eine Box war. Keine Amazon-Box, aber immerhin, also ein Karton. Nee, ein Karton. Das würde einem da den Arsch retten, aber wie auch noch, weil da gibt es so viele Kartons. Ich bin immer noch absolut der Überzeugung, einer der für mich schönsten Bosskämpfe war Metal Gear Solid, Mantis. Weil einfach damit gerechnet hast, dass du auf einmal Controller wechseln musst. Das wollen wir jetzt gar nicht, aber das wollen wir jetzt gar nicht bereden, sondern was ich jetzt da meine, ist das von wegen, also es ist cool, dass es verschiedene Varianten gibt oder Versionen, wie sich dieser Bosskampf entwickelt, aber in dieser einen Situation ist mir das dann wirklich schon auf die Eier gegangen, von wegen, Punkt 1, der steht immer wieder auf und Punkt 2, er steht auf, er will dich attackieren, du weichst ihm aus, dann drehst dich um, willst ihm attackieren und dann auf einmal wirst du auf Zeiten geschleudert oder beziehungsweise es hat so ausgeschaut, als kann er jetzt auf einmal Feuerbälle fetzen und ich denke mir nur, was soll die verarsche? Weil andererseits, es hat richtig gehend was Filmisches an sich gehabt, diese Sequenz mit dem du versuchst und immer passiert irgendetwas. Es hatte ja, schon aber es ist halt, okay. Ja, aber eben, da kommt es da so vor, von wegen, in dem Moment, wo du jetzt was machen könntest, also von wegen, dass der so ist wie, weiß ich nicht, Magneto. Und du bist der Wolverine, jetzt könntest du herhauen, wusch, er haut dich weg, er macht nicht einmal, wusch, haut dich weg. Das ist dann, wie gesagt, für mich ist als Spieler eine Verarsche. Aber es war halt eben, es hat so gehört, es war gescriptet wieder mal, weil der Zauberer war ja an allem schuld oder der Programmierer. Aber ich tue schon wieder alles zu Tode quasseln, ich würde mal sagen, wir lassen es. Nein, wir sind eh schon bei einer Stunde. Ja, schon, aber ich meine, das ist ja, aber die meisten wollen doch auch ein bisschen was Talk sehen. Nein. Wir haben halt schon genug gequasselt. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir hoffen einfach mal, euch hat Spaß gemacht. uns zuzuschauen. Bei diesem atemberaubenden Teil. Mehr Elan hier. Die schon mal auf die Uhr erst, wie spät es ist. Wir sind schon alte Leute. ja, also ich hoffe mal, euch hat Spaß gemacht, uns zuzuschauen. Wir wünschen euch natürlich einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wenn ihr zuschauen solltet. Gute Nacht, sei auch gleich. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch, bleib gell. Tschüss, Papa und gute Nacht.